du mir jetzt noch verrätst, wie man dich ruft, in deiner Familie, bei deinem Volk oder auch hier, kann ich eine Ansage für dich machen. Die Inga hat es gewagt, am heutigen Tag auf den Marktplatz zu Susa zu treten und für euch ein lange vorbereitetes Schauspiel hier zu bilden. Und Inga, nee, Kinder machen wir lieber selber, die nehme ich nicht in oder so. Inga, pass mal auf, ich habe mir da was ausgedacht. Ich habe hier ein paar Requisiten mitgebracht. Die Hälfte davon drücke ich dir jetzt in die Hand, mit der Bitte, dass du mir alles nachmachst, was ich dir jetzt vormachen werde. Und zwar halten wir den Strick in der linken Hand dergestalt, dass die Enden oben herausstehen. Wir greifen diesen Ring mit der anderen, fädeln ihn über ein Ende auf. Das ist nämlich hilfreich, wenn man den Ring zur Mitte herunterrutschen lässt. Nun ergreifen wir den Strick mit beiden Händen, Inga, und führen ihn mit der rechten von innen über den linken Arm. Und dann wirst du erblicken, dass sich zwei Felder vor dir auftun. Und durch das linke so entstandene Feld gehen wir hinaus und durch das rechte kommen wir zurück. Nee, habe ich was von loslassen gesagt. Ja. Ja, das nennt man nämlich mittelalterliches Bondage, Inga. Nun die Hände zweimal auseinanderziehen, einmal pusten und mit dem Kampfeschrei von 1000 Blut sollen wir nochmal von vorne anfangen. Nee, wir fangen nochmal von vorne an. Hau das nochmal auseinander. Also nochmal in ostwestfälischer Geschwindigkeit. Mit der rechten über den linken. Durch das links entstandene. Was willst du hier? Das was wollte die tun gegen Ostwestfalen? Gar nichts. Ich kann gar nichts tun gegen Ostwestfalen. Da willst du für mich hier weitermachen? Nein. Nun, Inga, das links entstandene Feld nehmen wir, um hinauszugehen. Und durch das rechte kommen wir wieder zurück. Jetzt die Hände zweimal auseinanderziehen. Und mit dem Kampfeschrei von 1000 blutigen Wikingern den Strick über die Handgelenke gleiten lassen. Ha! Ha! Schrei von 1000 blutrünstigen Wikingern den Strick über die Handgelenke gleiten lassen. Wow! Und dieses Mal soll es wirklich dass sich bei uns beiden der Ring Inga, pass mal auf, diesmal habe ich aber wirklich gesehen, woran es gelegen hat. Nimm den mal bitte so einen Zettel da weg. Inga, du hast eigentlich alles genauso gemacht, wie ich es dir vorgemacht habe. Du hast den Strick über den Arm geführt, bist du das linke Feld hinaus, kamst rechts zurück, du hast auch gezogen und geboostet. Aber dein Kampf ist schweigen. 1000 blutrünstige Wikinger. Ich glaube nicht. So funktioniert das nicht.